Ja, ich bin voller Stolz. Die erste Zeit war schon so intensiv und so viel Schalke, dass ich einfach so eine Lust verspüre, einfach hier anzupacken. Wenn man 90 Kilometer von der Arena geboren wird, in Arnsberg im Sauerland, ja, die Hälfte seiner Zeit im Ruhrgebiet arbeitet, Fußball spielt und auch lebt, dann wird eins klar, wie die Mentalität der Menschen ist. Und ich fühle mich da pudelwohl. Diese Klarheit, diese Transparenz, diese Offenheit tut einfach gut. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auf Schalke jetzt brauchen. Die ersten Wochen, ich habe jetzt 3,5 Wochen auch schon intensiv, inoffiziell mit angepackt, Ideen mit Peter jeden Tag für Tag geschmiedet, um dahingehend auch Schalke ja, in die richtige Richtung zu bringen und einfach auch da hart zu arbeiten. Ich glaube, das ist das wichtigste Wort. Hart arbeiten, viel tun und weniger reden, um einfach erst einmal Dinge abzuarbeiten. Und eins ist auch klar, das hat man jetzt auch schon in den Neuzugängen jetzt auch schon gesehen, jeder einzelne Spieler, der dort bei Schalke unterschreibt, muss einem das Gefühl vermitteln, nicht wegen des Geldes auf Schalke zu spielen, sondern einfach, weil er hier spielen möchte in diesem tollen Verein. Und dafür stehe ich. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon dabei, ich fühle das. Es geht voran und wie gesagt, das gibt einem auch echt die Kraft für die vielen, vielen Aufgaben, die wir jetzt noch zu tun haben. Die Mischung wird es machen, auch gerade in der Achse. Wir haben über Terodde gesprochen, über Latzer gesprochen, über Paulsson und auch über Kaminski. Wir haben einfach eine klare Achse, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine gewisse Erfahrung. Vollkommen klar auch, dass unsere jungen Spieler aus der knappen Spiele, aber generell jungen Spieler auch ihre Chance bekommen werden. Und die Mischung wird es machen. Denn nur mit jungen Spielern wird die zweite Liga sehr, sehr schwer zu bestehen sein. Auf der einen Seite, die ist nicht ganz neu, der Leiter Lizenz. Der Gerhard Asamoah, ich glaube, jeder kennt ihn, ist Schalker durch und durch. Ich kenne jeden Stein hier und für mich unheimlich wichtig, auch für die Zukunft, dass er mit dem Trainer mein wichtigster Ansprechpartner auch wird, rund um die Mannschaft, einfach die Dinge vorzuleben, die wir uns wünschen. Weiter wichtiger Punkt für mich, der neue Chef-Scout, Leiter Scouting, André Hechelmann von Mainz 05, wird hinzustoßen, der mit seinem nationalen und internationalen Netzwerk mir schon seit Jahren bekannt ist. Wir müssen umdenken, wir können nicht mit dem großen Geldbeutel winken, wir müssen einfach Ideen entwickeln und schneller sein als andere Vereine. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir sie gewinnen konnten von unserem neuen Weg auf Schalke. Und da spielt die Liga keine Rolle, denn Schalke spricht für sich.